Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Und ich habe mich entschieden, ich werde mal kurz hier die Crate mir holen. Ja, den habe ich jetzt unbedingt gebraucht. Wir werden durch den Baum uns porten und erstmal zurück zum Auto. Weil es ist wichtig, dass wir zurück zu unserem Auto kommen. Warum auch nicht? So, wir waren jetzt hier und haben das Foto genommen. Soll heißen, wir müssen Wyvern in 6 Kilometer Entfernung da hinten wieder Bericht erstatten. Das heißt, wir fahren jetzt manuelles Fahren. Wir fahren. Und diesmal wird unsere Fahrt nicht aufgehalten durch irgendwelche Giganten, auch wenn das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm sein würde, wenn ich so drüber nachdenke. Nee, das wäre eigentlich gar nicht schlimm. Eigentlich. Who cares? Und hier hat alles angefangen. Nur sah unser Auto damals noch nicht so aus und wir waren nicht Level 50 plus 54. Bye bye, Hammerhead, Shark. Wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder. So. Nun, es ist jetzt eigentlich ja schon halb 1 Uhr morgens und ich habe ein wenig überlegt, ob ich diese Episode tatsächlich so anfangen soll, sprich mit der Autofahrt, anstatt dass ich einfach zurückfahre und dann dort die Episode starte. Aber ich habe mir gedacht, komm, der Komplettheit halber mache ich das einfach. Ich werde ja eh nicht mehr dazu kommen, Witcher 3 zu Ende zu spielen. Was eine verdammte Schande ist, weil Witcher 3 ist ein geiles Spiel, aber naja, da kann man halt nichts machen. Lol, musste der niesen? Hat Gladio etwa Heuschnupfen? Oder ist er allergisch gegen Pollen oder so? Wer weiß, vielleicht ist ihm auch einfach nur ein Insekt in die Nase geflogen. Oder er ist erkältet. Obwohl. Erkältet in der Region? Bei den Temperaturen? Glaube ich nicht. Wobei das ist natürlich auch etwas, was man noch adden könnte. Dem Spiel fehlt definitiv ein Temperaturmeter. Was einem sagt, wie warm es gerade ist. Wie zum Beispiel bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Was ich super gerne spielen würde, wozu ich aber leider nicht in der Lage bin, weil ich weder eine Wii U noch eine Nintendo Switch habe. Und auch nicht das Geld für solches Gerät. Nicht so schlimm. Nun ja. Es gibt Schlimmeres. So. Blue Fields, blaue Felder. Zu welchen blauen Feldern referiert das überhaupt? Frage ich mich an dieser Stelle. Wir werden bald, glaube ich, auch mächtig genug sein, um noch mehr zu tun. Nicht nur die Dungeons zu klären, sondern auch die Level 58er Bossmonster, die hier rumgammeln, wie den Greifen irgendwo da hinten, oder die Büffel ganz weiter hinten in der Steppe, oder diese Schlange zu klären. Können wir dann ab Stufe 60 oder 70 machen, oder 70, Stufe 70 wäre es einfach, aber ich will die trotzdem irgendwann machen. So, ich erinnere mich noch, als ich versucht habe, den Stufe Level 55er Dungeon alleine mit Stufe 30, 38, knapp 40 zu machen und wie ich hart auf die Schnauze gekriegt habe. War keine schöne Erfahrung. Definitiv nicht. Könnte es sein, dass es da hinten wüstig ist und hier grün mit Wäldern, weil das hier in einem Tal liegt? Oder weil es hier einen See gibt?
Wahrscheinlich eher, weil es hier einen See gibt. Ja, es kommt wohl eher hin ein bisschen. Bei dies, das und jenes. Shuffle or Boogie? Okay, und was soll das mir jetzt sagen? I don't know. Je ne sais pas. So. Nope. Okay, wir sehen schon Lestalum. 1 Kilometer entfernt. Müssen wir nur noch diesen kleinen Waldabschnitt hier hinten hinter uns bringen und dann haben wir es auch schon. Allerdings, ich frage mich, diese riesigen Bögen, Gesteinbögen, aus was, wo, wie die erschaffen wurden und aus was die bestehen. Also Stein, offensichtlich. Aber was für eine Art Stein? Ist es Vulkangestein? Ist es irgendwas anderes? Ich weiß nicht. Wenn ich darüber nachdenke, vieles regional macht hier auch, also vieles hier in dieser Welt macht auch regional Sinn. Wie auch ähnlich in Witcher 3. Hier in Wäldern gibt es Holzwirtschaft. Es gibt in den am See gibt es haufenweise Fischereien. Gibt's eine? Es gibt ein Hotel, das sich auf Meeresfrüchte spezialisiert hat, direkt am Meer. Hier hinten bei den Kristallen, die Energie speichern, gibt es ein Elektrokraftwerk. Und ansonsten, ja. Cool. So, das nächste, was wir jetzt tun werden, ist nicht hierhin. Doch, wir werden dahin fahren. Nein, werden wir nicht. Sondern werden wir hier. Wir werden hier vorbeifahren. Weil ich dann schon sehr interessiert bin, ob es mir möglich ist, diesen beiden. Oh. Typen dort hinten zu helfen. Irgendwie. Bestimmt. Hoffentlich. Mit Sicherheit. Okay, hier ist der Invisible Forest. Da kommt man nicht weit. Hier kommt man auch nicht weit irgendwo hin. Zumal da es dunkler wird. Aber hier ist eine Ruine. Und bei Ruinen gibt es meistens irgendwas zu finden. Wenn nicht sogar immer. Gut, Manuel ist weiterfahren. Abends. Äußerst interessant. Wieso war ich hier zuvor noch nicht? Gut, hier gibt es also Ruinen auf der linken und eine Farm. Nun gut, eine verlassene Farm auf der rechten. Ebenfalls in ruinengleichem, absolut schrecklichem Zustand. Mit haufenweise kaputten Taschenuhren. Interessant. Nocto! 左に敵がいる! Thank you!
Hier rein? Nein. Okay, na dann. Lol. Er hat nicht getroffen. The fact. Lol. Okay, komm. Das sollte besagten Schaden verursachen, glaube ich. Schon, das ist ein Insta-Kill. Ziemlich. Ganz einfach, weil sie unglaublich sind. So, hier haben wir dann noch eine Ruine. Die genau das ist. Eine Ruine. Mit einem Weißsteinkristall. Gut. Wo wir das jetzt alles hinter uns haben. Auf zur anderen Seite. Hier gibt es nämlich ebenfalls Zeugs. Sprich Ruinen. Hier ist nichts drin. Zumindest in der Ruine. Und wir haben offiziell Nacht. Oh. Oh, eine Schatzkarte. Ein Rätsel in mehreren Akten 11. Oh, auch dort, interessant. Interessant. Nun denn, weiter mit der manuellen Fahrt in Richtung Grenze. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier nochmal eine Schatzkarte finden würde. Finde ich cool. Finde ich wahrlich cool. Hier sieht man dann wohl nichts mehr. Okay. Was haben wir denn hier? 気分転換にもなるな. Okay, wir haben bestimmt einiges verpasst.
was wir einfach nicht gesehen haben. Aber das hier ist mal interessant. Und zu. Da kommt so schnell keiner rein. Oder lang. Oder generell. Also dann, weiter geht's. Okay, es hat sich verflüchtigt. Allerdings bin ich gerade auf etwas aufmerksam geworden. Ein allein stehendes Steinhaus. Ein roten Halsband da drin. Das sieht aus wie ein fucking Bunker. Was zum Teufel macht ein Bunker? Noch einer. Oh, bippana karada da na. Megi ga chuu shiro. Wakatta. Und noch einer. Koyu no wa ore muki da na. Are. Are. Uri. Uri. Yudan shita ra boku to. Are. Sate no. Gut, beide sind nah. Wo kommen die Viecher jetzt her? Findet man allerlei seltsame Kreaturen bei Nacht. Okay, noch ein Bunker. Absolut nichts drin. Wobei ich sie jetzt nicht wirklich Bunker nennen würde. Eher. Nennen wir es mal. Verschläge. Ich meine, das sind diese Mini. Wirklich. Like. Mini. Wobei es gibt ja auch kleine Bunker. So wie hier. Okay, das war nichts.
Oh. Ne, gehen wir mal lieber zurück zum Auto. Nein, das müssen wir jetzt nicht. Wir haben hier schon genug EP. Ja, verschwinde. So. Ich so. Niko. Wusste ich doch, dass wir früher oder später doch gegen einen kämpfen müssen. Na, halt so wild. Du Mieser! So, machen wir weiter. Ohne nervige Störungen diesmal. So, jetzt kommt sowieso ein Tunnel und danach zwei Fragezeichen. Schaffen wir es überhaupt zurück mit dem Sprit? Ja, wir schaffen das zurück mit dem Sprit, den wir haben, sicher. Ja, sollten wir schaffen. Hoffe ich zumindest. Tja, und wenn nicht, dann geht uns halt mittendrin der Sprit aus. Wir werden sehen. Lol. Ich habe komplett auf den Sprit geachtet und. Gar nicht angesehen. Beziehungsweise gar nicht bemerkt, dass es hier noch sowas hier gibt. Beziehungsweise wo wir lang gekommen sind. ライトつけるぞ。そうだな。 Krass. Na. Ja, da hinten ist der Tunnel. Komm. Meins. Mörderstachel. Klingt ja interessant. Und wohin man noch geht, man findet immer wieder neue Sachen. Hier tatsächlich einen Posten der Rebellen, so wie es hier scheint. Mit Schlafplatz. Waffenlager.
Ein Haufen Fragezeichen. Und dann noch gut ausgerüstet. Was ist das? Annotation zur Kosmogonie. Der göttliche Segen aus der Zeit vor etwa 2000 Jahren, als die Kosmogonie verfasst wurde, stammt ein Schriftstück, das vom Segen der Götter spricht. Interessanterweise zählen dazu auch Naturkatastrophen, die die Menschen gottesfürchtig als ihr Schicksal hinnahmen, um ihren Glauben zu beweisen. Aha. Wir haben eine Shooting Range. Das sind sogar Pistolen. Prompto könnt ihr seine Skills verbessern. Und hier haben wir wieder die Frosch Lady. Knochenverarbeitung, Messer, Küchenutensilien und mehr. Offensichtlich. Komm, spielen wir ein bisschen. Wirf im richtigen Augenblick. Die Chance, das Schwarze zu treffen, ist am größten, wenn Noctis Hand sich ganz vorne befindet. Nochmal. Come on. Drei Versuche. Naja, das habe ich mir vorhin schon angesehen. Wie heißt es so schön? Drei gewinnt. Was haben wir hier, ha? Die imperiale Armee hat diese Straße gesperrt. Du kannst nicht weiterfahren. Natürlich kann ich das nicht. Oh. Taschenuhr. Eisenklumpen. Ich will diesen Ort erstmal ein bisschen abgrasen, bevor ich mich hier gütig tue. Riechsalz. Das ist gut, um Leute, die ohnmächtig waren, wieder aufzuwecken. Habe ich gehört. Es gibt hier was zu futtern. Leute zum Sprechen. Aha, wusste ich doch, Drachenzahn. Nice. Okay, das ist interessant, dass er inspiriert wird von etwas, das er sieht. Und natürlich gibt es einen Shop. Okay, wir haben gerade sehr teure Sachen gekauft.
またどうぞ。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。ナイス。So, dann setzen wir uns jetzt erstmal einfach ans Restaurant, würde ich sagen. Sprich, hierhin. Anta, Shinri ka. Uchi no ryori wa Hunter ni totte ofukuro no aji da ze. Shiritai koto wa? Aha. Noch relativ pointless, weil wir absolut null Plan haben, wann wir da hinkommen. Wann die Straße nicht gesperrt sein wird. Und Monsteraufträge. Einen unter Hochspannung tagsüber. Machen wir gerne. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in den Wohnwagen und machen uns eine gute Nacht. Das heißt, wir gehen pennen, wobei. Ich guck mir gerne mal nochmal durch die Waffen durch. Ausrüstung. Stimmt, ich könnte ihm den Donnerkeil. Fuck this, ich nehme einen Donnerkeil. Ja, die Dolche. 33er Speer. 20er Pistole. Immer noch der stärkste. Hm. 205er Speer. Zweimal. Dolche. Mal. Schild. Nope. 200. Ausrüstung. Ja, meine Motorklinge macht 207. Tja, sorry. Aber die ist halt einfach effektiver. Krass, chillt ebenfalls. Um einen. Yes. Oh. Die sind so viel besser. Gut, Pistolen gab's wohl nicht. Also, ja. Dann verkaufe ich einfach mal, sage ich mal. Wobei, was bekomme ich dafür? Ah, das sind die Waffen, die man hat, die aber nicht ausgerüstet sind. Die man sie benutzen kann. Ist nicht ausgerüstet. Will ich aber auch nicht abgeben, ehrlich gesagt. Flammenzunge ist ausgerüstet. Delta-Dolche, kann ich alle drei verkaufen. So. Gut. Dann würde ich dann mal sagen, das war's für diese Folge. Obwohl, nein, ich gehe erstmal pennen.
Vielleicht, wahrscheinlich erreicht man dann auch Stufe 55. Und können dann anfangen, die Dungeons zu machen. Nein, nein. Not today. Tatsächlich, alle Stufe 55. いいじゃねえか。 So, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge dann tatsächlich jetzt auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, oder haut rein. Ihr seid die Besten und tschüss.